So, Freunde der Sonne, ich möchte mir heute nochmal ein Video angucken, weil der gute Makun hat scheinbar die Nuo-Pedale da gehabt. Und ich möchte gerne mal wissen, was Makun von den Pedalen hält. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Weil Makun braucht mehr Traktion auf seinem YouTube-Kanal. Und das versuchen wir damit zu generieren. Also schauen wir mal, was Makun zu den Pedalen sagt. Hallo YouTube. Hi, Makun. Ich möchte euch heute die Evo 2-Pedale vorstellen. Es wird kein Review, ich bin ja kein Reviewer, aber ich bin ein Simracer und deshalb kann ich euch meine Eindrücke als Simracer jetzt zu den Evo 2 Pedalen geben, die ich als erster, also ich habe als erster die Möglichkeit bekommen, diese Pedale zu testen und eins... Komischerweise, Makun, waren meine Pedale auch zu der Zeit da, du kleiner Frechdachs. Müsst ihr wissen, ich habe vom Matthias von No Simulation habe ich keine Vorgabe bekommen, was ich euch jetzt in diesem Video sage. Ich habe nichts gesponsert bekommen. Er ist nicht mein offizieller Sponsor oder sonst was. Ich mache das aus reiner Überzeugung von diesem Produkt. Und das sollt ihr auf jeden Fall vorher wissen. Deshalb legen wir jetzt los. Ich werde euch auch nachher beim Fazit sagen, ob speziell die Evo 1 Benutzer, davon gibt es ja jetzt ein paar mittlerweile, ob ihr auf die Evo 2 wechseln müsst, sollt oder nicht. Das werde ich euch dann beim Fazit sagen. So viel sei gesagt. Ich bin nicht gesponsert, aber es ist oben eingeblendet. Was denn jetzt, Makun? In der Theorie bist du gesponsert, weil du die Pedale ja gekriegt hast, for free. Also nur für die Zukunft. Es hat sich einiges getan, aber es sind auch Dinge, die nicht sofort ersichtlich sind. Aber komm, legen wir los. Die Elektronik, die ist komplett neu und das ist für ihn ein Riesenvorteil zum Programmieren. Und der Riesenvorteil ist jetzt auch bei dieser neuen Elektronik, dass wir jetzt eine Kalibrierungssoftware haben, nur speziell für die Nuo Evo 2 Pedale. Das heißt, man braucht jetzt wie bei den Evo 1 Pedalen kein DiView mehr, das ist jetzt Geschichte zum Glück. Jedoch, diese Software kann man eben aber nur für die Evo 2 Pedale nutzen. Das wäre natürlich schöner gewesen, wenn man das auch für die Evo 1 nutzen kann, aber durch die Elektronik in den Evo 1ern ist es eben nicht kompatibel mit der neuen Software, die jetzt da ist. Das heißt, wir haben eine Software, die wir jetzt nutzen können, die ist sehr benutzerfreundlich, die ist sehr kompakt, aber es wird von mir noch ein Tutorial-Video geben, wie ich euch zeige, was die Software kann, was es dort alles gibt und wie man die Pedale kalibriert. Wir fangen jetzt mal bei dem Gaspedal an. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar ist das hier das Schmuckstück heute. Das ist also ein wunderschönes Design. Hat sich grundlegend erstmal nicht geändert. Nur hat Makun Custom Pedals Plates bekommen? Das habe ich ja jetzt gerade erst gesehen. Matthias? Ich glaube, wir müssen uns nochmal unterhalten hier. Sage mal, wieso ist denn... Also, frech. Einfach frech. Man kann sehen, dass das Design jetzt radikaler ist. Das ist mir sofort aufgefallen. Dann habe ich mit dem Matthias gesprochen, wie er auf diese Idee gekommen ist. Und er hat einfach nur gesagt, er wollte eigentlich grundsätzlich Gewicht sparen. Und da hatte er dann, so viel es geht, Aussparungen in das Design genommen, um eben so viel Gewicht wie möglich zu sparen. Und da habe ich erstmal Sorge gehabt, dass wenn man jetzt so ein Design wählt, wo eben... Makun macht jetzt schon bessere B-Roll als ich. ...sehr viele Aussparungen sind, dass die Steifigkeit darunter leidet. Dass ich jetzt irgendwie einen Flex spüre, aber... Ich kenne Matthias mittlerweile und er ist nicht doof. Und deshalb hat er das schon clever designt und umgesetzt. Das heißt also, jedes Pedal ist deutlich leichter geworden. Wir sprechen auch hier bei der Bremse von 300 Gramm Material, die eingespart worden sind. Und das ist schon eine Menge. Und natürlich beim ersten Test habe ich sofort die Belastungsprobe gemacht. Und da habe ich gar keinen Flex, also... Da gab's spürbar, also ich konnte jetzt keinen Steifigkeitsverlust feststellen. Also kann ich da ruhigen Gewissens sagen, dass das Design erstens radikal aussieht, es sieht gut aus und erfüllt sogar einen Zweck. Und zwar das Sparen von Gewicht. Was und das Sparen von Material? Material sparst ja eigentlich nicht. Du sparst ja wirklich nur... Was haben wir denn hier? Also, wir haben jetzt erstmal, was sofort auffällt, wir haben größere Pedalplatten. Das heißt... Gerade für Sockenfahrer ist das natürlich
super gut. Es ist angenehmer für Sockenfahrer. Bei Sockenfahrern bin ich mir übrigens immer noch nicht so sicher, ob ich die sympathisch finde oder eher abschreckend. Weil Menschen ohne Hornhaut, für die ist das nichts. Ich kann es nicht bestätigen, weil ich kein Sockenfahrer bin. Ich fahre gerne mit Schuhe. Und auf jeden Fall ist die Auflagefläche größer. Stimmt auch für Leute mit sehr großen Füßen geeignet, weil eben wegen dieser größeren Auflagefläche. Dann fällt auch. Oh, Schaller, bist du. Oh nein, Schaller ist Barfuß-Sockenfahrer, ne? Ach, Schaller. Ey, weißt du, eben gerade warst du mir noch super sympathisch und denk mir so: Mann, was für ein geiler Typ, ne? Der ist richtig witzig, da gehst du ins Stream rein und alles ist so yay und woo. Und jetzt eigentlich ist Schaller. Schaller ist einfach nur ein Fußmodel, verstehst du? Jetzt frag dich mal, wie viele Leute in deinem Stream zugucken, weil du Füße zeigst. Ja, Schaller, du, das wirft aber kein gutes Licht auf dich. Doch auf, dass wir hier jetzt eine Lasergravur haben. Das heißt, der Matthias kann euch dann optional, bietet er euch an, dass ihr euer Logo oder irgendeinen Schriftzug eingravieren lassen könnt mit einem Laser. Und was noch auffällt ist, wir haben hier einen größeren Verstellungsspielraum. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr 10 mm, die wir jetzt hier verstellen können, oder 15. Wir haben jetzt hier sogar 25 mm. Ich habe jetzt nicht genau nachgemessen. Auf jeden Fall ist es deutlich mehr als bei den Evo 1ern von der Pedalplattenhöhe her. So, das ist auch natürlich alles stufenlos hier verstellbar. Dann haben wir jetzt hier eine neue, schöne, blaue, fancy Feder. Das Schöne ist jetzt auch, ihr braucht, um die Vorspannung am Pedal zu verstellen, braucht ihr kein Werkzeug mehr. Das heißt, wir können ganz einfach beide Rändelmuttern lösen. So, habe ich jetzt gelöst, ohne Werkzeug. Und dann können wir das einfach einstellen. Und jetzt nochmal kontern. Und die Vorspannung ist deutlich größer geworden. Ich muss unbedingt wieder zurückstellen, weil das sonst zu viel ist. Wo ich die Pedale wieder einbaue. Das heißt, wir können erstmal ganz normal die Vorspannung, wie bei den Evo 1ern, erhöhen oder eben reduzieren. Dann können wir auch noch diesen Winkel hier verstellen. Und das geht über dieses Langloch, was wir hier haben, wie bei den Evo 1ern auch. Normalerweise haben wir auch so Raster, wo die Schraube einrastet, die eben nicht sich verschieben kann. Die habe ich jetzt nicht, weil ich eben bestimmt eine sehr frühe Phase der Pedale habe. Aber hier wären jetzt normalerweise 5 Einrastpunkte. Ich gucke gerade mal. Genau. Hier wären 7 Positionen einstellbar. Das heißt, hier haben wir nochmal einen Einstellungsspielraum von 80%, wo wir die Vorspannung einstellen können. Das Schöne ist an den Evo. Ich sag mal so, wenn du die, glaube ich, rammelhart machst und einfach mal den Fuß entspannst, Junge, also hättest du keine Rückenlehne, würdest du durchs Zimmer fliegen. Die Dinger sind wirklich richtig stramm, Chat. Die Dinger sind richtig, richtig, richtig stramm. Also, und glaub mir, also ich denke mal, die meisten werden das ja wissen, wenn ich sage, die sind stramm, dann wisst ihr, dass das stramm ist. Die sind richtig stramm, Alter. Da freue ich mich sehr drauf. Also ich sag mal so, mit den Dingern fährst du ein halbes Jahr. Und du hast die definiertesten Beine deines Lebens. Pedal, egal ob jetzt Evo 1 oder 2. Die Feder des Gaspedals und der Bremse sitzen in einer Halbschale. Ne? Das heißt, hier ist jetzt kein Gehäuse oben drüber, sondern eben nur unten. Und das Schöne dabei ist... Ja, ich bremse so hart. Ich bremse, aktuell bremse ich mit 105 Kilo. Wir können somit die Feder ganz schnell tauschen. Ja, wenn wir jetzt mal die Vorspannung komplett rausnehmen, das kann ich euch mal zeigen. Vorspannung nehmen wir mal raus. Und jetzt kann ich die Feder ganz einfach rausnehmen. Ich möchte übrigens mal eine Kleinigkeit anmerken, weil ich mich ja mit Matthias auch unterhalten habe diesbezüglich. Und mir versichert wurde, die Teile, die 3D gedruckten Teile, die haben keinerlei statische, also da kommt keine Last drauf. Die sind einfach nur da, damit die Sachen, die da drin sind, also es ist wie ein Gehäuse, die das einfach nur hält, dass da keine Bewegung drin ist. Ne? Also muss man gleich dazu sagen, dass die, falls das, es wirkt ja ein bisschen abschreckend am Anfang, also war ja für mich auch so, das ist einfach nur ein Gehäuse, was drumrum ist, dass sich da drinnen die Kugeln nicht bewegen können. Habe ich letztens gerade gelernt. Hat Matthias mir extra nochmal mitgegeben. Ja, also das geht
richtig schnell und einfach. Und die braucht nicht mal Werkzeug dafür. Nee, bei den Simmagic gehen keine 105 Kilo Captain GT. Also meine Simmagic habe ich ja, das kann ich jetzt euch mal ganz kurz zeigen. Und das habe ich auch schon bei Simmagic einmal deklariert. Ich hoffe mal, das ist da auch angekommen. Also bei meinen Simmagic war es jetzt so. Also die Simmagic hier sind auf der härtesten Stufe, die sie standardmäßig bei mir angekommen sind. Also hier drinne ist das härteste, was man hat, Default. Bis hier oben, also bis zum Ende, ist der komplette Schaft verschwunden und ist hier hinten angekommen. Also das Ding ist komplett hier im Zylinder verschwunden. Und dann hat es geknackt. Weil dann ist das Ding da hinten irgendwann aufgekommen. Und das geht bei 80 Kilo los. Und 80 Kilo Bremse ist für mich nix. Das fühlt sich immer an, als wenn ich Spielzeug fahre. Also nur, dass ihr das mal gehabt habt. Aber, ist kein Problem. Kann man sehr easy auf Feder umbauen. Die Feder kostet 4 Euro. Und man kann auch mehr Elastomere sich besorgen. Ist auch alles kein Problem. Also ist nicht schlimm. Ist alles kein Problem. Die Lotzell hat 100 Kilo. Ja, also das ist schon echt nicht schlecht. So, wieder rein. So. Und einsetzen. Jetzt ist es drin. Vorspannung wieder. Also auch so würde die Feder natürlich nicht rausfallen. Also wenn wir jetzt das Gaspedal betätigen, ne, was jetzt relativ weich ist, das bleibt alles hier fest drin. Vorspannung wieder erhöht. Aber wie gesagt, das mit der ganzen Feder und dem Umbau, das zeige ich euch noch. Also meine Review kommt jetzt raus. Die ist also fertig im Kasten. Und ich baue sie nochmal um und dann gibt es nochmal Langzeitbericht zu den Pedalen. Also ich habe ja, also bei mir ist ja so, ich gucke mir das immer eine Woche, anderthalb gucke ich mir das an und dann tausche ich die ja durch, dann kommen die hier dran, dann baue ich immer nochmal um und teste und mache und dazu gibt es auf jeden Fall nochmal Infos. Aber ich warte auch erstmal, ob Simmagic mir jetzt diesbezüglich nochmal Feedback gibt. Also weil ich Simmagic das nämlich geschrieben habe, weil Menschen, die wirklich große, schwere Füße haben, für die ist das standardmäßig, jo. Ich denke mal, das war so meine Position ungefähr. Passt. So. Und das der weitere Vorteil ist, gegenüber zu den Evo 1ern, wir können jetzt die Ruheposition vom Gas. Also nochmal, Makun, du hast ein Shirt an, auf dem Nuo drauf ist und du bist nicht von denen gesponied? Verstehe ich Sponsoren falsch? Du hast doch ein Team-Shirt, wo das sogar drauf ist. Makun, wir müssen nochmal reden, was gesponsert ist. Oder wie du das definierst, mein Guter. Gaspedal verstellen. Und das auch stufenlos, ohne Werkzeug. Dafür haben wir hier so eine Rändelmutter und eine Schraube. Die könnt ihr jetzt hier sehen. Wir machen das mal so. Ich baue nochmal die Feder aus. So, wir nehmen die Feder mal raus. Jetzt kann ich euch das auch hier besser zeigen. Übrigens an der Stelle, falls ihr das auch häufiger machen solltet, was Makun gerade macht, würde ich euch empfehlen, hier ein bisschen Fett drauf zu machen. Weil dadurch, dass man das die ganze Zeit anfasst und runterzieht, weil ein bisschen Schmiere, also jetzt nicht ne, Schmiere, aber ein bisschen Schmiere. So, und das ist diese Schraube, die wir einstellen können. Die ist auch gekontert und jetzt kann ich die Ruheposition verstellen. Ob jetzt so oder so oder so. Das kann ich alles jetzt mit der Schraube verstellen. So, dann kontern wir das wieder. Ich setze die Feder wieder ein. Nee, du bist nicht mit 50 Kilo eine Pussy. Das ist einfach nur persönliche Präferenz. Weil der eine kommt halt damit klar, zärtlich da zu dosieren. Und manche Menschen brauchen halt ein bisschen mehr Bum-Bum da drauf. Eingesetzt. Vorspannung für mich wieder einstellen. Oh, müsste passen. So. Ein weiterer Vorteil ist, wir können auch den Endanschlag, den können wir auch ganz individuell bestimmen und zwar auch stufenlos. Dafür brauchen wir aber Werkzeug. Das machen wir dann hier vorne über diese Schraube. Die ist gekontert mit einer Mutter. Die müssen wir lösen mit einem 10er Mausschlüssel. Dann können wir die Schraube reindrehen oder rausdrehen und damit verändern wir den Anschlag. Ist dann hier. Der ist da. Und das ist ein Gummipuffer. Das heißt, alle Anschläge von allen Pedalen sind auch gedämpft durch diese Gummipuffer. Der weitere Vorteil ist, wir haben jetzt hier eine Verstärkung für die Achse, also für die Lagerung des Pedalarms. Das heißt jetzt, wir haben jetzt hier statt Kunststoffringe jetzt richtige Metallringe hier drin, die Lager von Querkräften
absichern. Das heißt also, es war früher bei den Evo 1ern möglich, die Schraube und Mutter zu fest anzuziehen und zu kontern. Und dadurch haben dann die Lager gelitten. Der Verschleiß wurde dann wesentlich größer. Jetzt haben wir das nicht mehr. Jetzt können wir die Mutter und die Schraube nicht mehr zu fest anziehen. Das ist gerade für die Leute gut, die sich so mit der Mechanik nicht so gut auskennen oder vielleicht auch nicht so ein Händchen für Verschraubungen haben, die schon irgendwie fühle ich mich angesprochen. Mal Schrauben zu fest anziehen oder zu lose. Das passiert jetzt hier nicht mehr. Also das heißt, da sind wir schon mal abgesichert. Und dadurch haben wir auch exakt null seitliches Spiel bei den Pedalen. Da wackelt gar nichts. Ich meine, bei der Evo 1 hat auch vorher nichts gewackelt, wenn man das vernünftig verschraubt hat. Aber hier ist das jetzt nochmal, ich sag mal, idiotensicher. Und langfristig gesehen tut sich hier nichts mehr. Ist für alle die so ein Fetisch haben, genau wie ich, dass Pedale eben nicht seitliches Spiel haben dürfen. Auch wenn man das nicht sofort merkt beim Fahren. Aber dann, wenn das Spiel schon zu groß geworden ist, dann spürst du das dann schon und das stört dann sehr. Und das ist auch nicht gut für die ganze Mechanik drin. Jetzt kommen wir zum Bremspedal. So, das ist quasi das Herzstück. Und das ist auch ordentlich schwer, aber wenn ich die Bremse von der Evo 1er festhalte, da merkt man schon, wie leicht die Bremse geworden ist. Also ich habe ja vorhin gesprochen, wir sprechen hier von einer Gewichtsreduzierung von 300 Gramm, die er durch dieses radikalere Design jetzt erreicht hat. Und wie gesagt, ich finde das auch bei der Bremse richtig schön, sehr stylisch, sehr fancy und erfüllt auch noch eben den Zweck der Gewichtsreduzierung. Auch hier haben wir eine größere Pedalplatte, das gleiche Spiel wie beim Gaspedal auch. Wir haben hier eine größere Verstellmöglichkeit der Höhe, natürlich stufenlos. Dann gehen wir mal weiter runter. Dann haben wir hier das gleiche Prinzip mit der Feder. Auch das Ende dieser Feder ist auch in einer Halbschale drin. Auch hier ist eben das Federschnellwechselsystem vorhanden. Hier brauchen wir nur wiederum, weil es eben die Bremsfeder ist, hier brauchen wir mehr Kraft, also haben wir hier eine ganz normale Mutter. Das heißt, zum Lösen brauchen wir eben einen 13er Mausschlüssel. Ist jetzt nichts Wildes, nur ich gehe davon aus, er hat keine zweite Rädelmutter genommen, weil man da schon mit ein bisschen mehr Kraft kontern muss, damit sich eben nichts löst. Der Matthias wird mich vielleicht korrigieren, wenn ich falsch liege. Das ist aber jetzt meine Vermutung. Auch das Set wird mit einer zweiten Feder mitgeliefert. Das ist jetzt die mittelharte Feder, die jetzt hier verbaut ist, die schmalere. Dann gibt es noch die dicke rote. Das ist nämlich die hier. Ja. Die war bei mir, glaube ich, drin. Etwas länger und die ist ordentlich dicker, ne, vom Durchmesser her. Ja, die war bei mir drin, sehe ich gerade. Also ich hatte, glaube ich, die härteste Feder, die es gibt, weil Matthias war so lieb und hat mir noch Federn mitgeschickt. Also bei mir war wirklich die Dicke drin, wie ich gerade sehe. Ja, du, Matthias hat für mich mitgedacht, ne? Aber ich sehe gerade, ich habe hier auch noch grüne in auch, glaube ich, ziemlich hart. Mensch, Matthias hat mir wirklich gleich die Dinger mit dazugegeben, die ganz dicken. Schön. Wir haben hier eine weitere, ich würde schon fast sagen, radikale Änderung. Und zwar haben wir hier im Vergleich zu den Evo 1ern in diesem Teil keine Elastomerfeder mehr. Wir haben jetzt hier einen harten Abstandshalter aus Kunststoff, der jetzt die Elastomerfeder ersetzt. Der Matthias ist eben von Elastomerfedern weggegangen, weil es gibt ja bekanntermaßen diesen Nachteil bei Elastomerfedern. Auf langer Sicht gesehen verliert eine Elastomerfeder auf Dauer an Elastizität. Das heißt, wenn wir die jetzt eindrücken beim Bremsen, nach vielen Wochen oder Monaten oder sogar Jahren, kann es dann sein, dass die Elastomerfedern nicht mehr schaffen, sich wieder vernünftig schnell in die Ursprungsform zurück zu verwandeln. Und dass man dann angeblich beim Bremsen gemerkt. Ich persönlich noch nie, aber ich denke, dass die auch daran, da ich kein extremer E-Sport-Super-Duper-Profi-Simracer bin. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, dass das eben doch einen sehr großen Unterschied macht. Ich, wie gesagt, habe es aus meiner Sicht noch nie gespürt. So viel dazu. Aber
Da muss man dazu sagen, also ich werfe kurz meine eigene Erfahrung ein. Meine Häusling-Welt sind die Elastomere dreimal gerissen. Also die sind irgendwann einfach, sind die aufgegangen und dann war Feierabend. Ich war immer der Meinung gewesen, dass diese Kombination toll ist aus Stahlfeder und Elastomerfeder. Deshalb habe ich das jetzt auch so probiert. Ich habe ja noch die Elastomerfedern da. Ich hätte die einbauen können, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, das so direkt auszuprobieren. Und ich muss man aber dazu sagen, bevor jetzt wieder die halbe Welt denkt, das ist ein Problem, da kann man Häuslingwelt beispielsweise einfach anschreiben, schickt den Foto, sagt, hey Leute, mir sind die Elastomere kaputt gegangen, was können wir machen? Und meistens schicken sie am nächsten Tag Elastomere rüber und entschuldigen sich dafür, weil sie wissen, dass das halt passiert und sie tauschen das super easy aus. Schöne Grüße gehen raus in Häuslingwelt, ein Weltklasse Kundensupport. Weltklasse. Ich vermisse die Elastomerfedern nicht. Ich konnte mich so schnell daran gewöhnen, ich habe auch keinen großen Unterschied gemerkt. Eigentlich gar keinen, wenn ich ehrlich bin. Das fühlt jetzt so in dieser Kombination einfach gut an. Von Anfang an. Das Schöne ist aber, wenn ich will oder wenn ihr das mit Elastomerfedern fahren wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt diesen Platzhalter einfach rausschmeißen und weiterhin ein Elastomerfeder oder eine Elastomerfeder nehmen, die es aber dann optional zu bestellen gibt. Die werden nicht mehr mitgeliefert. Dann aber auch hier dieses System mit der Halbschale, heißt, wir können die Feder, wie gesagt, sehr schnell wechseln. Da müssen wir nur die Vorspannung ein wenig lösen. Dann können wir die Feder ein bisschen zurückdrücken und aus der Halterung rausnehmen. Dann haben wir hier nach wie vor, wie bei den Evo 1ern auch, die 200 Kilo Lotsen. Das ist die gleiche wie bei den Evo 1ern. Da brauchst du auch nichts Neues einsetzen. Diese Lotsen, die ist mehr als ausreichend dafür. Und das ist die gleiche wie bei den Evo 1ern auch. Dann haben wir hier die neue Elektronik, die eben hier drunter sitzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich versuche das mal zu zeigen. Da ist halt diese kleine Platine, ja, hier unten drin. Das ist das neue Herzstück und hier gehen eben alle Kabel der Pedale rein. Ja, da haben wir hier einmal Gaspedal und hier, ne Quatsch, hier haben wir Kupplung. Genau, hier haben wir Kupplung. Alles USB-C mittlerweile. Das ist auch der weitere Vorteil dieser neuen Elektronik. Das finde ich gut. USB-C. Und hier auch USB-C für den PC-Anschluss und für das Gas. Und hier eben, wie gesagt, für die Kupplung. Sonst finde ich die Mechanik richtig gut gelungen. Man merkt auch sofort, dass hier kein Spiel ist. Hier wackelt einfach nichts mehr. Das ist, als wäre das ein Riesenklotz Stahl. Und das jetzt hier alles Edelstahl. Und natürlich, dass die Bremse jetzt die größte Kraft erfährt von allen drei Pedalen, habe ich genau bei der die größte Sorge gehabt, dass durch dieses radikale Design eben diese Steifigkeit verloren geht und dass die Bremse anfängt zu flexen. Ja, aber das ist gar nicht der Fall. Diese Sorge war völlig unbegründet. Und deshalb war ich da so erleichtert, ja, bin da reingetreten und das hat direkt auf Anhieb gepasst. Und das hat mir sofort ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wir gehen nochmal ein Stückchen nach oben. Auch hier haben wir 5 Positionen, wo wir nochmal den Winkel der Feder verstellen können, um dann nochmal die Vorspannung zu verändern. Das ist jetzt die größte Vorspannung, die wir halt haben können, die Standardvorspannung. Wenn wir jetzt eine Position runtergehen oder mehrere Positionen runtergehen, wird es von der Vorspannung her weicher, weil wir dann eine größere Hebelwirkung. Auch hier gilt, dass wir den Kompressionsverstärker haben. Ein ganz besonderes Konzept, was ich super feiere, weil das einfach funktioniert. Es ist nichts Komplexes. Es ist eine simple Idee. Es ist ein simples Bauteil, was aber einfach einen ganz großen Effekt auslöst. Dann haben wir noch hier drunter auch nochmal die Möglichkeit. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Was macht ein Kompressionsverstärker? Die Anfangsposition der Bremse zu bestimmen, auch über diese Schraube und über diese schwarze Rettelmutter, da können wir ganz einfach ohne Werkzeug die Anfangsposition verstellen. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Kompressionsverstärker. Das ist etwas Besonderes, also an alle, die das nicht kennen. Ah, jetzt, okay. Das hat ja schon, die Evo 1 Pedale haben das ja auch schon gehabt. Und das Schöne ist ja, ich kann es mal vorführen, ich werde mal die Vorspannung mal lösen. So. Jetzt habe ich was gelöst. Die Rädelmutter lösen wir jetzt komplett. Um mal eine Kamera zu halten. So, und jetzt haben wir hier einen Spalt.
ja, zwischen der Rändelmutter und dem Kompressionsverstärker. Das ist einfach nur ein Elastomerkörper. Jetzt ist der braune drin, das ist der Endstop. 65 Schor. So, und wenn wir jetzt in die Bremse treten, dann wirkt der Kompressionsverstärker, also diese Elastomerfeder, erst relativ spät. Ah. Erst schon, wenn wir kurz vor maximaler Bremskraft sind. Da habt ihr dann nochmal in der Bremskraft in der Kurve noch so einen plötzlichen Bremskraftanstieg. Ihr braucht dann plötzlich mehr Druck im Fuß und das merkt ihr dann auch, dass der Widerstand plötzlich höher wird. Ja. Okay. Und damit könnt ihr es einstellen. Ihr könnt mit der Rändelmutter jetzt einstellen, ab wann dieser Kompressionsverstärker wirken soll. Und da ist eine schöne Sache. Genau, zwei Stage, ja. Und nochmal okay. Feedback deinem Fuß zu geben, wo du dich gerade jetzt mit der Bremse befindest. Also du kannst es jetzt so jetzt einstellen, dass der Kompressionsverstärker wirken soll, wenn du ganz kurz vor einer Vollbremsung bist, oder du kannst es relativ schon zu Anfang stellen, um einfach nur mal noch so ein Feedback am Anfang des Bremsens zu bekommen. Ja. Das könnt ihr euch einstellen, wie ihr wollt. Ja, und ich habe das gerne relativ nah, jetzt nicht zu nah. Ich drehe es erstmal komplett rein, dann ein bisschen raus und dann kann ich ganz einfach wieder kontern. Ich verstehe nicht ganz den Unterschied zu der Variante Weichelastomere mit harten Elastomeren zu kombinieren. Da wird der Widerstand ja deutlich höher, sobald die Weichen durchgetreten hat und die harten Elastomere komprimieren. Ja. Nee, nicht ganz. Also die Kombination von allen Elastomeren ist ja quasi dein Widerstand, den du brauchst, um reinzutreten. Und jetzt zum Beispiel in den P1000 haben wir ja jetzt auch eine wilde Mischung drin zwischen ganz zwischen mittelhart, hart und sehr hart. Und das macht keinen Unterschied, weil die in dem Zylinder drin sind und die komprimierst du alle gleichzeitig. Also das macht keinen großen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Und hier ist es ja, also wenn wir jetzt das wieder mit dem Zwei-Stufen-System nehmen, und wir vergleichen jetzt mal beispielsweise mit Asitec, weil die haben ja wirklich ein Zwei-Stufen-System. Du bist halt an Punkt X und dann ist Feierabend, da bewegt sich das Pedal, bewegt sich nur noch bis zu dem Punkt und danach ist nur noch Druck entscheidend. Und hier ist es aber so, dass es geht nach diesem Punkt geht es noch ein bisschen weiter. Es ist ja schwerer, also es geht schwerer, jetzt habe ich das auch endlich mal verstanden, was das ist. Hier hast du halt den Punkt, da kommst du an und ab da wird es schwerer und du kannst dir halt merken, okay, hier ist jetzt 50% Bremsleistung und danach, alles was danach kommt, drüber hinaus, ist dann nochmal 50%. Sicher, dass man harte, weiche gleichzeitig komprimieren? Druck liegt ja gleich an, aber erst verformen die Weichen. Das macht, also wie gesagt, Exif, ich bin Heusingwelt gefahren, 2 Jahre. Ich bin jetzt die PR1000 bin ich gefahren. Und das macht wirklich keinen Unterschied. Also das Pedal bei den P1000 ging wirklich ohne Probleme gleichmäßig rein. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass du das groß merken würdest. Und das war wirklich eine sehr große Kombination an verschiedenen Elastomeren. Dann. Und es ist fest. Dann können wir auch hier, wie gesagt, mit der Schraube und mit der Rändelmutter die Anfangsposition verstellen. Übrigens, es wird eine zweite Elastomer-Feder für den Kompressionsverstärker mitgeliefert. Das ist jetzt auch neu, gab es bei den Evo 1er nicht. Da wurde nur die Standardbraune mitgeliefert. Jetzt haben wir hier die schwarze hier. Die ist, also sieht aus wie schwarzer Kunststoff, ist aber nicht. Wir haben jetzt hier 90 Schor, also das ist schon hart. Ja? Und ich habe das mal direkt ausprobiert mit der dicken Feder und mit dem schwarzen Kompressionsverstärker. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin ja vor den Evo 1ern, bin ich Hydraulikpedale gefahren mit einer Hydraulikbremse von BJ Steel. Und die war extrem hart. Ja, die konnte man auch extrem hart einstellen. Und so bin ich auch gefahren, dass du erst gebremst hast und dann hast du mit dem Fuß vor einer Wand getreten. Das gleiche konnte ich einstellen mit den Evo 2ern. Mit dieser Kombination, mit der dicken Feder und dem schwarzen Kompressionsverstärker. Ich konnte eine Hydraulikbremse für mich nachempfinden. Das fühlte sich genauso an wie die Hydraulikbremse bei der BJ Steel Bremse. Ungelogen. Und deshalb finde ich das einfach so geil, dass du so flexibel bist, dass du sogar eine Hydraulikbremse nachempfinden kannst. Es gibt natürlich verschiedene Typen von Hydraulikbremse. Einige fahren die eher relativ weich, einige hart.
Dann habe ich auf der Simracing Expo gemerkt, dass es auch Bremsen gibt, wo das Bremspedal einfach gar keinen Weg macht, wo du einfach gegen eine Wand trittst. Du könntest einen Betonklotz einfach dort zwischen die Füße hinstellen, als würdest du gegen einen Betonklotz treten. Und das Gleiche geht auch hiermit. Finde ich mega, weil du einfach eine sehr große Flexibilität hast, welche Art Bremse du fahren möchtest. Und das geht jetzt mittlerweile besser als bei den Evo 1. Kommen wir mal zum Kupplungspedal. So, das ist das Kupplungspedal. Auch vom Prinzip her ist das genau das gleiche wie bei den Evo 1. Das ist schon geil. Aber auch hier könnt ihr sehen, dass das radikale Design auch natürlich hier übernommen worden ist. Also das sind schon mit so, finde ich, optisch gesehen, eine der schönsten Pedalsets, die es gibt. Die sind wirklich schon sehr, 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 sehr schön. Das Schöne oder das Beste an dieser Evo 2 Kupplung ist, besonders für mich als Kupplungsfahrer, weil das ist für mich eben ein sehr wichtiges Pedal. Ohne Kupplung geht bei mir gar nichts. Ich bin immer mit Kupplung gefahren, wenn es ein Fahrzeug denn hat und werde das auch in Zukunft tun. Deshalb ist für mich die Kupplung so wichtig. Für die meisten von euch nicht. Die meisten fahren eben halt GT-Fahrzeuge oder Formelfahrzeuge, wo du einfach keine Kupplung mehr brauchst. Aber für mich ist das ein wesentlicher Bestandteil eines Pedalsets. Und das wirklich Schöne war, dass Matthias jetzt dafür gesorgt hat, dass du die Vorspannung nochmal deutlich höher schrauben kannst als bei den Evo 1ern. Ja? Das heißt, jetzt habe ich die Vorspannung auf Max gedreht, ja, weil ich es einfach mag. Und du hast sofort gemerkt, du musst ja jetzt mit ordentlich Kraft reintreten. Das fand ich einfach nur geil, weil. Und dann bist du irgendwann nicht konzentriert und auf einmal kommt dir zwischen deinen Beinen einfach so ein Hacken und dann direkt ins Gesicht. Ich weiß, ich durfte schon mal eine Rennkupplung treten und das schon sofort gemerkt, so, wow, alter Schwede. Und das muss der Fahrer Kurve für Kurve machen. Bei jedem Gangwechsel muss er dann schon mittlerweile auf das linke Bein so viel Kraft aufwenden, nur um zu kuppeln. Das war schon beinahe Bremskraft, ja. Und das finde ich einfach mega. Und deshalb passt diese Kupplung jetzt nochmal deutlich besser zu mir als bei den Evo 1 an. Aber auch hier muss man sagen, hier konnte man und braucht man das Rad nicht neu erfinden. Eine Kupplung, du brauchst eine Kupplung zum Losfahren, ja, und dann einfach nur, während du fährst, du trittst einfach nur ganz schnell rein, lässt fast schon schnacken und der Gang ist drin. Das heißt, du hast zwar hier eine spezielle Kippmechanik drin, versuch's mal zu treten, es war schwer. Oh. Ach nee, das ist gerade richtig schwer von Hand. Da wird ja ein Schleifpunkt nachempfunden. Und dieser Schleifpunkt, ist einfach bei der Review in die Hose gekackt. Gefühl, das kannst du auch hier komplett einstellen. Ich muss mir noch von Matthias genau zeigen lassen, wie das geht. Das war aber für mich noch nie nötig gewesen, weil ich lege da nicht so einen großen Wert darauf, wie sich jetzt der Schleifpunkt anfühlt. Weil, wie gesagt, du musst den Schleifpunkt nur einmal zum Losfahren, wenn du jetzt einen stehenden Start hast, was relativ selten ist bei den Fahrzeugen, die ich fahre. Ansonsten trittst du einfach mit Gewalt rein und der Gang ist drin. Ansonsten können wir auch hier die Ruheposition stufenlos einstellen. Hier ist es aber anders. Hier haben wir jetzt keine Schraube und keine Rändelmutter. Hier brauchen wir wiederum Werkzeug, denn hier haben wir hier eine Querstrebe. Die kann ich mal zeigen. Ah, müsste ungefähr. Gewichtseinsparung. Die sehen so aus wie eine Gewichtseinsparung, damit du halt weniger Gewicht hast. Oh, so. Die hier, da wo mein Zeigefinger jetzt aufliegt. Das ist halt ein Metallbolzen und der ist halt mit Gummi ummantelt. Der sorgt dafür eben, dass der Anschlag auch gedämpft ist, wenn man eben die Kupplung loslässt. Aber das kann man nur eben einstellen, indem man diese Schraube und die Mutter, diese Kontermutter löst. Und dann könnt ihr sehen, das ist jetzt schwer zu erkennen, aber vielleicht hier besser, dass da ein Langloch sich dahinter birgt. Das ist zwar nicht groß, ja, aber das braucht es auch gar nicht, denn nur durch eine minimale Verschiebung dieses Querbolzens kannst du schon ordentlich die Ruheposition verstellen. So. Die Pedale sind sehr hoch, weil du hast das hier noch dazu. Moment. Da kommt noch eine Fußablage dazu, die ist ungefähr so hoch.
Und die hebt dich nochmal an. So viel sei gesagt zu der Verstellung. Und auch hier ist der Endanschlag, wenn du eben voll reintrittst, gedämpft. Das wird dann eben realisiert durch diese Filzeinlage, die wir hier auf dieser Fläche haben. Und auch hier USB-C. Was ich an den Pedalen, an den Evo 1 bemängelt habe, das war die äußere Beschaffenheit der 3D-Druckteile. Wir haben ja hier 3D-Druckteile drin. Und zwar einmal hier jetzt bei jedem Pedal oder bei fast jedem Pedal. Einmal hier das, ich weiß nicht, wie man das nennt, die Halterung der Bremsfeder. Dann die Halterung des Kompressionsverstärkers hier. Und dann die Anbindungen von der Feder und vom Kompressionsverstärker am Pedalarm. Die sind aus 3D-Druckteilen hergestellt. Das ist immer noch so, dass das für mich nicht die optisch schönste Lösung ist. Da kann der Matthias ruhig nochmal vielleicht etwas feiner drucken, dass man eben diese typische 3D-Druckstruktur nicht sieht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. In der Kamera wahrscheinlich nicht so gut. Ja, ich finde es jetzt optisch, könnte man es schöner lösen. Da bin ich ganz ehrlich. Ist aber für die Funktion, ist egal. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Bei den Evo 1 sieht das sogar noch grober aus. Aber auch die Pedale haben bis jetzt 1A funktioniert. Also an der Funktion macht es nichts. Nur halt, dass ihr Bescheid wisst, optisch ist es jetzt für mich nicht hübsch anzusehen. Ja. Ich würde gerne zum Fazit kommen. Die erste Frage war ja gewesen schon zu Anfang. Müssen Evo 1 Besitzer oder sollten Evo 1 Besitzer auf die Evo 2 wechseln? Macht das Sinn? Aus meiner Sicht nein. Die Evo 1 Pedale sind immer noch richtig gute Pedale und dabei bleibe ich. Die Evo 2er, die sind halt eben, also es sei gesagt, dass das Grundgefühl, wenn ihr die Pedale benutzt, die Evo 2er, das ist genau das gleiche gute Grundgefühl wie bei den Evo 1ern. Da werdet ihr nichts Großartiges feststellen können. So viel sei gesagt. Aber, das ist aber auch das Gute daran. Ich wäre wirklich sehr enttäuscht gewesen, wenn man von diesem Erfolgsrezept weggehen würde. Weil das ist eben das, was die Evo 1er ja so gut macht. Dieses besondere Bremsgefühl. Gas und Bremse würde ich jetzt mal vernachlässigen, weil das jetzt nichts sonderlich Besonderes. Aber bei der Bremse, dieses smoothe Bremsgefühl, also beim Lösen der Bremse, das ist für mich, das habe ich noch bei keiner Bremse festgestellt. Und ich durfte schon ein paar Pedalsets fahren und deshalb kann ich mit Sicherheit sagen, dass sich daran nichts geändert hat, was auch gut ist. Und aus dem Grund müssen Evo 1 Besitzer nicht auf die Evo 2, das Evo 2 Set wechseln. Dann habe ich nur gemerkt, das ist mir auch sofort aufgefallen, die Grundhärte der Bremse, die hat sich geändert. Die ist etwas härter geworden. Der weitere Vorteil ist, egal ob jetzt Evo 1 oder Evo 2, ihr könnt halt eben, ihr seid komplett flexibel. Wenn ihr der Meinung seid, ich möchte keine Feder haben, dann packst du da eben Elastomer-Federn rein. Das ist egal. Ihr entscheidet, was ihr hier nutzen wollt. Das ist eben halt ausgelegt für Feder und Kompressionsverstärker. Aber wenn ihr sagt, ich möchte hier eine Elastomerfeder haben, dann baut die ein. Oder wenn ihr sagt, ich möchte keine Elastomerfeder hier haben und kein Distanzstück, dann könnt ihr auch einfach hier eine zweite, kleinere Stahlfeder einbauen. Ihr könnt in Kompressionsverstärker eine Stahlfeder einbauen. Ist egal. Ihr könnt entscheiden, was ihr nutzen wollt. Ihr könnt richtig viel rumprobieren und da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist halt so dieses offene System, finde ich einfach super, dass du eben sehr schnell Dinge ausprobieren kannst, ohne großartig umbauen zu müssen. Das ist halt ein riesen Vorteil bei den Evo-Pedalen und da spielt es keine Rolle, ob jetzt Evo 1 oder Evo 2. Ich kann diese Pedale, genau wie bei den Evo 1, jedem empfehlen. Das sind für mich die besten Pedale, die ich jemals gefahren bin und ich bin schon einige gefahren und wenn man mich fragt, sind die Nuo Simulation Pedale für mich das Nonplusultra. Aber eins muss ich auch ehrlicherweise sagen, es gibt ja viele Pedalsets in dieser Preisklasse. Und egal für welches Set ihr euch entscheidet, mit keinem Pedalset macht ihr etwas falsch. Jedes Pedalset ist auf seine eigene Weise gut. Ich kann jetzt in dem Fall von den Nuo Simulation Pedalen sprechen
Und die haben es mir wirklich angetan. Und deshalb kann ich euch die Vorzüge dieses Pedalsets nennen. Und ihr müsst dann für euch selbst entscheiden, was für euch wichtig ist. So viel zu den Evo 2. Ich hoffe, dass ich euch ein wenig helfen konnte bei eurer Pedalwahl. Jetzt könnt ihr vielleicht besser vergleichen, was ihr braucht, was ihr wollt. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr euch dafür bedanken wollt, lasst ein Däumchen da oder ein Abo. Das würde dem Kanal sehr helfen, mir sehr helfen und nochmal so einen kleinen Motivationsschub geben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Marcel. Adieu. Tschüss Marcel, hau rein, bis zum nächsten Mal.